Weihnachten rückt näher. Und da bekommen auch die Seehunde im Wilhelmshavener Aquarium regelmäßig Besuch vom Weihnachtsmann. Extra dafür wurde die Anlage festlich geschmückt, samt Weihnachtsbaum und Adventskalender. Der Weihnachtsmann bringt nämlich auch Piet, Paul und Ole ein paar Geschenke und leckeren Fisch vorbei. Oh, prima. Ach, guck mal, bekomme ich ein Begrüßungsgeschenk? Das ist ja nett von dir. Dankeschön. Den habe ich schon besucht. Im Gegenzug helfen die Seehunde dem Mann mit dem roten Mantel gerne aus. Sie suchen seinen Schlitten, ein paar verloren gegangene Geschenke und holen den Adventskranz herbei. Das ist nicht nur für Seehunde eine willkommene spielerische Abwechslung bei der Fütterung, sondern auch für die Kinder ein großer Spaß.